Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Lex Mortis. Ja, das letzte Mal ist hier so ein hübsches Raumschiff durch die Gegend geflogen. Vermute ich mal, dass es ein Raumschiff war, was auch sonst, ne? Und unsere Mission geht ja weiter, indem wir jetzt mal diesen Leuchtturm da investigieren. Was wir auch umgehend tun werden. Ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher, ob ich das auch wirklich möchte, aber es hilft ja nichts. Hier sind wieder solche Kreise, die da durch die Gegend fliegen. Game saved. Explore the beacon. Okay. Augen zu und rein. Okay, Tür geht schon mal nicht zu. Das ist schon mal vorteilhaft. Das sieht schon echt geil gemacht aus, muss ich sagen. Ich bin nach wie vor absolut überzeugt von der grafischen Leistung dieses Spiels und auch von den Schockmomenten, die dieses Spiel so bietet, bin ich definitiv noch mehr als überzeugt. Hier haben wir wieder mal eine Note, die lesen wir doch mal ganz kurz durch. This lighthouse was built in 1923. Somebody took off the spotlight a week ago, not locals, someone from visitors. Okay, dieser Leuchtturm wurde 1923 erbaut und irgendjemand hat das Licht vor einer Woche entfernt, keine Ansässigen, sondern irgendein Besucher. Okay. Der rennt hier ganz schön durch. Geil. Oh, ich hab mich hier wohl festgebackt. Oh oh. Oh oh. Hallo? Hallo? Ich komme nicht raus. Oh oh. Ich hänge hier fest. Verdammt! Ja, wir haben dann wohl einen weiteren Bug entdeckt im Spiel. Komme ich rückwärts raus? Auch nicht. Ja, es ist natürlich ärgerlich. Dann kann ich nur eins tun und sagen, bis gleich? Nee, so sehe ich mich auch anstrengen. Ich hänge hier in der Wand fest. Ob das wohl einer dieser Schockmomente ist? Weil die Wand, zieht es hier auch so komisch. Aber ist ein schöner Ausblick. Genießen wir doch mal ganz kurz noch den Ausblick. Und während der Ausblick hier, ja, so wunderschön aussieht, werde ich das Spiel einfach nochmal neu laden. Bis gleich, liebe Freunde. Hallo zurück und nochmal herzlich willkommen zu Lex Mortis, Versuch der zweite dieser Episode. Ja, hier haben wir gerade noch einen wunderschönen Ausblick durch die Mauer genossen, aber das wollen wir natürlich nicht nochmal und wir gehen jetzt einfach gleich weiter hinauf. Ich habe nur Angst, dass ich hier durchs Geländer durchglitsch. Das Problem ist, ich würde gerne ein bisschen langsamer laufen, aber er tut das nicht. Er rennt automatisch so extrem schnell. What? It can't be empty. I need to get back to the boat and get the help from the mainland. Okay, er fragt sich, dass es hier irgendwie nicht leer sein kann. Und wir müssen zurück zum Boot und Hilfe vom Festland holen. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall auch nicht weiter hoch. Der Weg ist versperrt. Schade eigentlich, mich hätte es schon interessiert, wie es da oben aussah. Okay, wir sollen get back to the boat und oben links steht Escape from the Island. Wir sollen von der Insel flüchten. Okay. Das können wir ja gerne mal versuchen. Ich habe nur irgendwie so die Befürchtung, es wird uns nicht so ganz gelingen. Aber einen Versuch ist es natürlich allemal wert. So, jetzt sind wir unten angekommen. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Leuchtturm. Er sieht schon echt cool aus. Von innen fand ich ihn auch sehr, sehr gut gemacht. Was ist das hier eigentlich? Birdwood Keylight, built in 1923. Okay, ja. Das hat man ja in der Notiz vorhin schon. Wann er gebaut wurde. So, hier ist auch wieder so ein... Oh, wir sind durch den Ast hin durchgesprungen.
Komme ich so? Komme ich darüber? Ich weiß es nicht. Oh, es sieht schon echt geil aus. Also ich kann es echt nur immer wieder wiederholen. Also auch der Baum hier, es ist richtig schön und vor allem idyllisch. Aber gut, ich glaube, hier komme ich nicht runter. Dann gehen wir mal this way. Und auch hier hat unser Vater scheinbar wieder seine Pflanzen angesät, die auf dem Feld gewachsen sind, neben unserer Farm da oder was auch immer es ist. Ich vermute, es ist eine Farm. Na gut. Ich schätze mal, wir sollen auch vielleicht außenrum, weil da bestimmt wieder ein paar gruselige Sachen auf uns warten werden. Naja, wobei am Tag eher unwahrscheinlich, aber das Raumschiff war ja doch sehr interessant zu sehen. Ich werde jetzt aber auch nicht anfangen, hier einfach durchzurennen, sondern wir nutzen einfach diese Gelegenheit und genießen ein bisschen, was das Spiel zu bieten hat. Das ist schon echt schön. Ich wünschte mir manchmal, unsere Natur wäre so schön, aber ja, die Menschheit hat halt leider irgendwie das Bedürfnis oder die Eigenschaft, die Natur zu zerstören. Es gibt viele, viele schöne Flecken auf dieser Erde, finde ich, und ich möchte auch noch zu extrem vielen hinreisen, wenn ich irgendwann mein Studium beendet habe. Als da wären Australien, Island und so weiter, USA, Ostküste, Westküste, auch der Süden der USA soll sehr schön sein, Südamerika natürlich, sehr schöne Länder, wo es mit Sicherheit auch verdammt viele noch sehr, sehr schöne Flecken Natur gibt. Aber wenn man jetzt bei uns mal so im Groben und Ganzen sich umsieht, ist schon eigentlich alles. Es ist zugebaut, überall sieht man Strommasten. Ja, es ist ein bisschen schade. Eigentlich. Aber gut, das ist halt der Tribut, den die Gesellschaft fordert, um den Wohlstand zu erhalten, den sie gerne haben möchte. Und da muss irgendwas dran glauben und das ist halt leider Gottes Mutter Erde. Schön ist das auf keinen Fall, aber gut. Hier kommen wir wieder zu dem einen Steg runter, genau. Da, wo wir diese gigantischen Frösche entdeckt haben. Können wir mal gucken, ob die noch da sind. Oder ob die mittlerweile vielleicht auch sogar schon verschwunden sind. Man weiß ja nie, was hier so alles vor sich geht. Und ich glaube, ich laufe mal bis nach vorne hier. Oh, das sind auch viele Fische. Riesenkarpfen. Ja, so ein Karpfen wäre auch mal wieder was. Wir haben ja einen Monat mit R, ne? Januar? Nein, wir haben Februar. Verzeihung. Februar. Ich bin etwas zeitlich neben der Spur momentan, aufgrund meiner Prüfungen, die ich da hinter mir habe. Da fehlt mir einfach jedes Zeitgefühl. Aber Februar ist auch mit R, also auch ein Karpfenmonat. Und ich glaube, da habe ich echt mal wieder Lust drauf. So, und jetzt noch so ein kleiner Strandspaziergang, bevor es weitergeht. Ich weiß jetzt natürlich nur gerade nicht, wo wir da hin müssen. Aber hier kommen wir. Kommen wir hier hoch wieder? Ich glaube, da kommen wir nicht hoch, ne? Shit. Ich probiere es mal hier vorne. Zack. Und hopp. Und natürlich nicht. Okay. Dann laufen wir zurück. Jetzt aber mal schnell. Aber immerhin hat man einen schönen Strandspaziergang. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Gerade bei uns in Deutschland, wo wir doch vom Meer jetzt nicht unbedingt umgeben sind, sondern das Ganze nur im Norden oben haben. Tut sich so ein Mensch wie ich, der aus dem Süden unten kommt, doch recht schwer, jeden Tag Strand zu sehen. So, am Ende der Straße müssen wir dann rechts abbiegen. Zumindest kamen wir von da. Das Feuer brennt immer noch. Okay. So. Da geht dann auch ein Feldweg hinter. Und hier geht es jetzt irgendwo runter, genau. Escape from the island. Ja, probieren wir doch einfach unser Glück. Und hier zieht Nebel auf. Und da vorne sehe ich schon wieder unsere schwarzen Kringel. Fuck.
I've lost most of the fuel to get here. And I can't just row 30 kilometers on this powerboat. I'll probably be able to find some fuel at the old factory. I hope it wasn't demolished. Okay, er hat also Probleme, dass der Sprit vom Boot wohl schon über die Hälfte auf der Fahrt hierher verbraucht hat. Und er muss jetzt ein bisschen, wir müssen jetzt ein bisschen Fuel suchen gehen. Und sollen da mal in die alte Fabrik gucken. Das Witzige ist nur, ich sehe weder ein Boot, noch sonst irgendwas. Und warum fällt ihm das erst jetzt ein, nachdem wir hierher gelaufen sind? Das hätte er doch auch schon früher bemerken können. Aber gut, so ist das halt. Ich schaue jetzt mal, wo hier die Old Factory ist. Old Factory. Crowtown, Train Station. Ancient Ruins. Father's House. Primary Object, okay. An der Factory. Also es ist doch scheinbar eine Factory. Da müssen wir jetzt dann halt mal wieder zurück. Okay. Das soll ja kein Problem sein. Weil was man nicht im Kopf hat, hat man halt eben in den Füßen. So. Und ich bin mir sicher, es wird demnächst auch schon wieder dunkel. Kommen wir hier rum eigentlich auch dahinter? Weil dann könnten wir doch gleich mal einen... Nee, schade. Aber wir können es mal probieren, da den Weg hinterlaufen und dann links abbiegen. Dass wir auch das Open World mal ein bisschen nutzen und uns hier zum Spaß machen können. Find some fuel. Ja, mach mal. Also, das ist die pure Natur hier. Einfach genießen. Die Nebelschwaden ziehen über den Boden und deuten Unheilvolles an. Ich habe irgendwie die Befürchtung, das Felsmassiv versperrt uns den Weg nach links. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Vielleicht gibt es ja irgendwo so ein kleines Schlupftunnelchen, wo wir durchkommen. Eventuell. Sieht aber schlecht aus. Schade. Aber gut, dann haben wir den Bereich auch schon gesehen. Und hier wachsen die Bäume ganz schön schief. Die werden auch beim nächsten Sturm irgendwann mal, ja, umknacksen, hätte ich gesagt. Hoffentlich stehen wir da nicht unten drunter. Laut Sonne ist es ja noch früh am Morgen. Mal ein Schlückchen zum Kehle befeuchten. Was ist das hier vorne eigentlich? Halbe Bäume oder... Fehlerhafte Texturen. Ach so, okay, jetzt kommen sie nach. Was sind das für komische Bäume, bitteschön? Die Äste wachsen nach oben. Naja. Okay, also doch wieder den regulären Weg nehmen. Den kennen wir ja schon. Da vorne rechts kommt wieder der kleine Campingplatz, der so spontan verlassen wurde und das Feuer brennt immer noch. Oder, naja, was heißt brennt? Es raucht halt noch. Und jetzt kommen wir wieder nach Birdwood. Der gute Holzsteg. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis hier wohl die Nässe vom Boden weggetrocknet ist. Weil wir haben ja gerade keinen Regen und jetzt eigentlich schon den ganzen Tag lang... Ich kann zwar nicht sagen, wie spät es ist, es gibt keine Uhr hier, aber immerhin haben wir Sonnenschein, seit der Morgen graut. Oder seit wir wieder aufgewacht sind im alten Haus. Drüben. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen landeinwärts. Bisschen rennen. Schadet auch nicht unbedingt, bisschen Kalorien verbrauchen. Ist ja heute hier mit den ganzen Abnehmtrips und so... Da ist unser Charakter bestimmt auch mit an Bord. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Müssen wir noch ein Stückchen. Aber hier jetzt rechts, genau.
Da ist wieder der Feldweg. Und der Steg über den Fluss. Zack, 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 zack. Der mir übrigens immer noch sehr gut gefällt. So, weiterrennen. Zack, 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 zack. Und hier wieder der umgekippte böse LKW, der uns mal des Nächtens ganz schön zu fürchten gelehrt hat. So, und da hinten sollen wir jetzt also Benzin finden. Bin ich ja mal gespannt, was da auf uns wartet. Vermutlich fliegt uns die ganze Hütte um die Ohren oder so. Find some fuel. Okay. Dann betreten wir die Lagerhalle. Find some fuel. Ist es draußen jetzt auch dunkel? Ah ne, Tür ist natürlich zu, war ja klar. Hier ist zumindest ein kleines bisschen mehr Beleuchtung. Hier sind die sanitären Einrichtungen. Okay, kann ich hier was aufmachen? Nein. Hände waschen geht auch nicht. Okay. Ah, hier sind die Fliesen ein bisschen gesprungen. Fässer über Fässer. Hier sind zumindest alte Maschinen, also könnte Fuel ja ganz in der Nähe sein. Hier muss irgendwo ein Ventilator sein, oder? Oder was ist das für eine komische Beleuchtung? Ist das der hier? Ja, ich glaube, das ist der hier. Oh, ich höre Geräusche. Okay, gehen wir hinauf. Und ich sehe gar nichts. Was? Hier ist ein Ast. Aha. Ja, kann ja mal vorkommen. Vielleicht haben wir Weihnachtsbaumverkauf oder so. Ah, da unten geht's auch noch weiter, weil hier komme ich jetzt gerade im Moment auf jeden Fall nicht voran. Okay, hier rein. Zumindest ein bisschen Licht hier. Kann man hier irgendwie eine Tür öffnen? Nee, ne? Und hier kann ich aber auch nicht geradeaus weiter. Also hier ist, glaube ich, eine Tür, aber ich kann die nicht öffnen. Okay. Hier komme ich auch nirgends hin. Wie komme ich denn hier hinten hoch? Ist hier auch noch irgendwo eine... Ah, hier geht's weiter. Okay.
ist das denn? Hier ist closed. Okay, jetzt haben wir eine relativ große Halle wieder. Ich verstehe es aber auch nicht, dass der hier komplett ohne Taschenlampe einfach außer Haus geht. Basement door is locked, need a key. Okay. Find key for basement door. Kriegen wir hin. Wir müssen also einen Schlüssel suchen. Ah, hier geht's auch nach oben. Ist auch schon wieder überall so blutig und so rostig. Oder, ja. Ich vermute einfach mal, es ist Blut. Okay, jetzt können wir schon wieder Current Objective Escape. Ich dachte, wir sollen Fuel finden. Hier ist closed. Hier ist auch closed. Okay. Ja, Escape. Ich warte ja nur drauf, dass irgendwo demnächst wieder was angeschissen kommt. Man sieht auch immer wieder nur wirklich so helle Fragmente hier. Komme ich hier rein? Komme ich hier rein? Hier ist auch closed, okay. Hier geht's wieder hoch. Wo finden wir diesen Schlüssel? Lass mich raten, hier ist closed. War ja klar. Aber wo finden wir diesen Schlüssel, verdammt? Das ist halt echt schwierig, weil man fast nichts sieht. Ich hoffe, dass ihr bei YouTube dann noch was seht. Ich hänge hier fest. Okay. Warum hänge ich hier fest? Weil ich oben ans Treppengeländer angestoßen bin? Ich verstehe. Hier drüben waren wir auch noch nicht. Können wir da hoch? Nein. Wo finden wir diesen Schlüssel? Können wir hier was drehen? Nein. Okay. Ah, hier ist eine Tür. Locked, need key. Ja. Die Frage ist nur, wo finden wir diesen Key? Auf die Paletten, zwecks der Gesamtübersicht. Da oben waren wir drinnen. Bei den Maschinen haben wir geguckt. Hier sehe ich jetzt keine Bäume und wenn wir hochgehen, sind da Bäume. Auch ein bisschen seltsam eigentlich, aber okay, soll mir recht sein. Ich probiere es nochmal. Ich schaue nochmal da hoch. Okay, der nächste Bug, den wir in dieser Episode übrigens entdeckt haben.
Die Bäume. So. Aber ich sehe hier echt keinen Schlüssel. Okay, wieder zurück. Schwupp. Und nochmal hier rein. Komm ich. Nee, ich komme da nicht dahinter. Okay. Oh, hier ist jetzt. Nee. Ich dachte jetzt hier wäre offen, aber habe ich mich wohl getäuscht. Na gut. Und hier komme ich auch nicht weiter. Na gut. Hier sind wieder Bäume. Ah, jetzt sieht man die Bäume, okay. Ja, ist ein bisschen blöd platziert. Weil was ist, wenn der Schlüssel jetzt irgendwo in den Bäumen liegt, wir es aber nicht sehen können? Und da geht's auch tatsächlich nicht. Ah, vielleicht müssen wir hier hoch, weil das steht fast so, als wenn man da hochgehen könnte. Hallo? Dass der da oben drinnen liegt vielleicht. Oh, okay. Da ist Blut dran. Und von hier kann er jetzt aber auch keine Aussage machen, ob irgendwo ein Schlüssel ist. Ein leeres Fass, okay. Ich gucke jetzt noch mal hier rein. Weil wenn irgendwo Schlüssel verloren gehen, dann gehen die doch auf den Toiletten verloren. Ja, falsch gedacht. Aber hier drin geht wenigstens das Licht noch. Hier eine Tür? Nee. Und hier ist auch kein Schlüssel. Und wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, dann sind Schlüssel ja auch sogar im Dunkeln noch markiert. Weil der Schlüssel zum Büro unseres Vaters, der lag ja in so einem rot markierten Kreis drinnen. Hier, ich kann da noch so oft hin und her laufen, wie ich möchte. Ich finde hier nichts. Hier geht's nicht weiter. Okay, da sind wir wieder zu fett für. Deswegen war es auch ganz gut, dass wir vorhin mal eine Runde joggen waren. Man muss hier wirklich jeden Winkel muss man hier ablaufen. Ah, hier ist eine Notiz. There is some fuel in the basement. Most of fuel was taken by the locals. We all hiding. Waiting for help, but I'm sure there will be no help. Okay, es gibt ein bisschen Benzin im Keller. Das meiste des Benzins wurde von den Ansässigen genommen und wir verstecken uns.
warten auf Hilfe, aber ich bin mir sicher, es wird keine Hilfe kommen. Ja, das sieht auch schwer danach aus, als ob keine Hilfe kommt. Okay, nochmal nach oben. Hier ist er locked, genau, closed. Was ist das hier eigentlich? Hm. Wie das Licht hier so schön durchs Mauerwerk durchgeht und wenn wir reinlaufen, ist es plötzlich weg. Also damit gibt es scheinbar echt ein paar Probleme mit den Lichteffekten. Die scheinen nicht so astrein zu funktionieren, respektive programmiert zu sein. Hier ist auch wieder closed. Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, ob ich nicht alleine weitersuchen soll und dann wieder weitermache, wenn ich den Schlüssel gefunden habe. Also praktisch offscreen Schlüsselsuche. Weil die Frage ist halt, es kann halt echt noch Stunden dauern. Weil ich wüsste nicht, wo wir noch suchen sollen. Und rauskommen wir ja auch nicht mehr, ne? Nee. Hier wäre der Ausgang, aber er ist zu. Hier unten irgendwie in einem Ausguss drin? Nee. Hm. Die Kartons können wir ja nicht untersuchen. Schade. Wo ist der Schlüssel? Wir müssen das Ding doch irgendwo finden hier. Das gibt's doch nicht. Basement heißt schon Keller, oder? Weil Basement Door is locked. Ja, da brauche ich den Schlüssel, genau. Und den Schlüssel, den finde ich verdammt nochmal nicht. Hm. Hier kommen wir wieder in die Toiletten rein. Hier ist auch nochmal so ein Lüftungsgitter, aber das können wir auch nichts öffnen. Da ist closed. Ich bin irgendwie der Meinung, dass uns gleich irgendwas von hinten böse überraschen wird. Ja genau, weil hier geht's ja in den Dachboden hoch, aber Basement ist doch nicht Dachboden, Basement ist doch Keller. Weil Base ist ja Boden und Ment ist ja Eller, ne? Also Bodeneller. Was? Hier ist eine Tür? War die ganze Zeit schon da? Okay. Und da hinten blinkt auch unser Schlüssel. Ja, hervorragend. Na dann. Each enemy has field of view. Move in shadows to keep yourself undetected. Was? Enemy? Wir sollen in den Schatten bleiben. Enemy? Was ist da draußen? Ach du Scheiße. Was zum Teufel? Ja. Genau, was zur Hölle ist das?
patrouilliert der jetzt da? Oh shit. Und hier ist offen, oder? Okay, wenn er zurückgeht, dann schnell raus. Oh fuck, wir kommen hier nicht runter. Okay, jetzt habe ich so das Gefühl, da hinten ist jetzt offen. Wir müssen jetzt hinten raus. Oh shit. Ah! Was zum Teufel bist du? Okay, ganz kurz die Nerven beruhigen. Und von vorne. Okay, wir müssen wieder unseren Schlüssel holen. Ich schaue mir das jetzt ganz kurz hier außen nochmal an. Ah, ist dann vielleicht hier auch offen und dann können wir hier außen rumgehen und dann hier raus und dann dahinter. Weil ich vermute, da hinten war ja... Na, irgendwie hängt er hier fest. Ich glaube, das ist klebriges Blut hier. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier raus. Okay. Das heißt, wir planen jetzt mal. Wir gehen da rein, nehmen den Schlüssel, warten, bis der Typ jetzt hier hinterläuft. Der Typ, das komische Etwas. Gehen hier raus und versuchen ganz schnell hier drüben reinzugehen. Und wenn er dann hier passiert und in die Richtung läuft, schleichen wir uns hier raus und rennen dahinter. Also rennen. Wir können hier nicht rennen, leider, aber na gut. Close mit F. Move in Shadows. Okay. What the hell is that? Ja, genau. Open door. Scheiße, können wir nicht. Verdammt. Wie machen wir das? Wie können wir hier im Schatten bleiben? Weil der leuchtet doch hier alles aus. Schnell, schnell. Oh! Und ich erschrecke jedes Mal aufs Neue. Verdammt. Okay, das funktioniert also nicht. Hier ist zu und hier bleibt zu. Die Tür ist dann auch plötzlich zu. Zumindest kommen wir hier nicht raus. Wie machen wir das? Ist hier innen vielleicht noch irgendwo eine zweite Tür? Sicherungskasten. Hier ist keine Tür mehr, ne? Vielleicht tut sich eine auf. Vielleicht tut sich eine auf, wenn das aktiviert ist. What the hell? What the hell is that thing? Ich guck jetzt. Kommen wir. Hier könnten wir vielleicht durchkommen. Können wir springen, während wir im geduckten Modus sind? Nee. Okay, Game ist gesaved. Aber hier komme ich nicht durch. Nein, ich weiß wie. Wir müssen hinter ihm herlaufen und dann da rechts rein. So, ich mach dann schon mal auf. Was zum Teufel ist das? Und dann hier rein. Uns jetzt hier verstecken. Und jetzt ganz schnell in die Richtung. Und hier hängen wir wieder fest. Ah, komm. Du schaffst es. Yes. Current Objective Escape. So, gibt es da jetzt noch mehr davon oder war das alles? Meine Fresse. Da, wenn es einem nicht Angst und Bange wird, weiß ich auch nicht weiter.
Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall gut Schatten zum Verstecken, aber... Okay, es gibt mehr davon. Mann! Okay, jetzt wissen wir aber zumindest, wie wir am ersten vorbeikommen. Und die Folge, die wird sowas von Überlänge haben. So, ich mach klar. Frage nicht, was es ist. Du willst es, glaube ich, nämlich auch gar nicht wissen. So, jetzt hoffe ich mal, dass er uns hier jetzt nicht sieht. Na. Wir sind hier im Zeitlupenmodus, ich verstehe. Current Objective Escape. Okay. Das haben wir geschafft. Das heißt, wir müssen jetzt, wir haben den Basement-Schlüssel, wir müssen jetzt in den Keller runter. Und ich vermute, dass wir über den Keller dann auch fliehen können. Geht mir schon wieder die Düse gerade, ey. Da läuft er. So, jetzt, wo ging es in den Keller runter? Hier irgendwo, oder? War das hier? Ich glaube, das war hier. Komm, open door und geh rein. So, wie viele warten da jetzt noch auf uns? Okay, er sagt, hier gibt's... Irgendjemand hat alles genommen, bevor wir gekommen sind, und wir müssen scheinbar zurück. Ja, und hier steht ein Tisch vor der Tür, deswegen kommen wir nicht raus. Na toll. Na super. Ich meine, Keller sind ja sowieso grundsätzlich schon immer gruselig. Und in so einer Situation dann auch noch in den Keller runter zu müssen, ist schon eine harte Nummer eigentlich. So, ist der jetzt weg hier oder läuft der hier immer noch rum? Mal um die Ecke spitzeln. Okay, hier ist zumindest scheinbar schon mal... Doch, da ist er. Oh, oh. Ich kann wieder nicht rennen gerade. Okay, ich gehe jetzt mal hier rein und verstecke mich ein bisschen. Weil hier sind ja jetzt Schatten, ne? Okay, er geht dahinter. Ich laufe jetzt mal hinter ihm her dann. So wie ich es beim anderen auch gemacht habe und hoffe, dass er sich nicht umdreht. Ich glaube, ich verstecke mich hier. Und wenn er dann hier vorbei ist, schleiche ich raus, oder? Ist, glaube ich, cleverer. Es hört sich an, als ob hier Steinblöcke rollen. Als ob da irgendwo ein Obelisk rumrennt oder so. So, wo bleibt er denn? Da ist er. Okay, und raus. Raus hier. So, komm in Wallung, Junge. Komm in Wallung. Okay, da draußen sind scheinbar noch mehr. Ah, du Scheiße. Okay, wie komme ich hier jetzt weiter, bitte? Was zum Teufel sind das für Tierchen? Der andere sieht uns hier aber nicht, oder? Okay, jetzt ist die Frage, komme ich hier, wenn ich rechts rumgehe, komme ich da raus? Hier sind überall welche.
Scheiße. Ich probiere mal mein Glück. Ich guck mal schnell auf die Karte, wo ich hin muss. Steht nirgends. Okay. Escape. Ah ja, ich laufe mal Richtung Escape. Und hoffe, dass sich da jetzt keiner umdreht oder mich sehen wird. Der steht mit dem Rücken zu uns. Was zum Henker? Ich sehe dich. Ja, ja, ich sehe dich. Und dich auch. Und dich, und dich, und dich. Na, hoffentlich seht ihr mich nicht. Mann, Mann, Mann. Oh, ein schönes Raumschiff. Sieht er uns nicht? Okay, an dem sind wir vorbei. Der Reiten, der guckt in unsere Richtung gerade. Ja, ich schleiche mich hier halt mal so vorbei. Oh oh. Die Frage ist, wie groß ist deren Blickfeld, ne? Escape. Wie komme ich? Ja, jetzt halt, ich bin im Haus, okay. Ah. Kann ich jetzt nochmal machen? Bitte nicht. Scheiße. Okay. Wie hat uns der jetzt sehen können? Aber jetzt wissen wir ja zumindest schon mal, wie wir zum Haus kommen. Mal ein Schlückchen trinken. Nur aufpassen, dass wir nicht übermüdig werden mit der Zeit, ne? Aber wie konnte uns der im Haus sehen? Wo hätten wir uns verstecken sollen? Ich verstehe es nicht. Ah, hier ist wieder der klebrige Blutfleck. Und weiter geht's. Okay, da müssen wir einmal den Roof runter. Kriegen wir jetzt ja auch spielend hin, da wissen wir ja wie. Hier hänge ich wieder mit dem Kopf fest an den Stufen. Die laufen aber schon ein bisschen rum wie so kleine Bücklinge. So leicht nach hinten mit dem Gesäß und so. Dieser Knall da, Schrecke, oh. So. Okay. Wir sind unten und gehen wieder nach oben. So, und jetzt warten wir mal wieder auf den netten Herrn hier. Sehe ich schon sein Licht.
Ich gehe mal aus dem Licht ein bisschen raus. Genau. Dann verstecke ich mich wieder hier zwischen diesen Ölfässern. Und dann warte ich wieder. Ja gut, wir hätten hinter ihm herlaufen können, der verschwindet ganz nach da hinten, aber jetzt ist egal, jetzt kommt er schon wieder. Machen wir nicht nochmal, dass wir da jetzt warten und hinter ihm herlaufen. Das machen wir jetzt genau so. Wie wir es vorhin schon gemacht haben. Lauf, Forrest! Okay, und jetzt stehen wir wieder an der Stelle. Das Schiff ist doch viel zu klein für diese außerirdischen Wesen hier, oder? So, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay, ich bin draußen. Was wollen die hier eigentlich? Haben die das ganze Benzin sich geholt, damit sie wieder zurückfliegen können? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass wir es jetzt dieses Mal schaffen werden. Weil nochmal das Ganze, da flippst du ja aus. Packt mein Herz nicht, weil obwohl ich es jetzt schon zweimal gemacht habe dann und auch mich selbst hiermit jetzt praktisch spoiler, muss ich sagen, dass ich doch jedes Mal aufs Neue ein kleines wenig erschreck und auch klatschnasse Hände und Achseln habe. Könnte aber auch durchaus mitunter an der Musik liegen, weil das ist ja auch erwiesenermaßen so, damit Musik in gewissen Frequenzen die Angst anregt. Da habe ich schon ein sehr interessantes Buch gelesen über Filmmusik auch. Ich bin ja auch Hobbymusiker und da interessiert mich sowas natürlich. Hobbymusiker und Berufsstudent. Student der Informatik. Mit einer großen Leidenschaft für Spieleentwicklung. Okay, ich hoffe, uns entdeckt jetzt keiner. Oh, geh rein. Geh rein. Versteck dich, Junge. Versteck dich. Das gibt's doch nicht. Von wo hat uns der wieder gesehen? Ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Von wo hat uns der gesehen? Wir werden's herausfinden. Hoffentlich in der nächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und sorry, dass es dieses Mal noch nicht geklappt hat hier. Aber das nächste Mal schaffen wir's. Bis dahin, ciao, macht's gut.